Heute Morgen sollte es schnell gehen. Also, was habe ich gemacht? Ich habe mir gedacht, wir machen mal ein frisches Rührei-Rezept. Für das Rührei nehmen wir 3 Eier. Für eine Person, die viel Hunger hat, passt das. Können 2 nehmen oder 5 für 2 Personen. Eine Tomate oder eine halbe, je nachdem. Eine Frühlingszwiebel und ein paar Kräuter. Ich habe Schnittlauch und Basilikum ausgewählt. Etwas Pfeffer und etwas Wasser zum Strecken. Wir bereiten jetzt zunächst die Eier vor. Ihr könnt das direkt in die Pfanne schlagen, wenn ihr nur die Eier pur nehmen möchtet. Ups, da ist mir etwas da reingefallen. Ich gebe immer gerne etwas Mineralwasser dazu oder Milch. Hoch, das müssen wir jetzt da ein bisschen rausholen, weil ich finde, das lockert das Ei so ein bisschen auf und macht es schön geschmeidig. So. Passt auf, dass keine Schale mehr drin ist. Jetzt nehmen wir einen Schluck Wasser. So. Und mischen das Rührei schon mal hier zusammen, weil viele Pfannen beschichtet sind. Und da kann man dann nicht mit einer Gabel oder so so gut umrühren. Ich schlage das auch so, dass Luft untergehoben wird. Dann wird das etwas flockiger. Und jetzt würzen wir schon mit Pfeffer und etwas Salz auf. Derweil in der Pfanne haben wir schon die Butter angebraten. So ist sie genau richtig. Sie darf nicht dunkel werden oder anbrennen. Jetzt lassen wir das stocken. Ich schneide die Frühlingszwiebel. Die kommt nämlich dazu. Ich nehme das Grün auch dazu. Ich finde, das ist das Beste. Ihr müsst entscheiden, wie weit ihr von der Frühlingszwiebel auch das Lauch benutzen möchtet. Ich finde, das passt wunderbar in ein frisches Rührei-Rezept. So, das kommt dazu. Und auch die Kräuter kommen dazu. Wenn ihr ein Omelette machen möchtet, könntet ihr es jetzt so lassen. Wir nehmen auch das Basilikum und schneiden das da rein. Wer mehr Kräuter nehmen möchte, nimmt mehr. Wer weniger mag, nimmt weniger. Oder ihr nehmt gar keine Kräuter, würzt nur mit Pfeffer und Salz. Das Rezept, das ist euch überlassen. So. Ist sie schon fertig. Jetzt nehmen wir noch eine halbe Tomate dazu. Die schneide ich jetzt schnell. So, ihr könnt auch gerne Cocktailtomaten benutzen. Diese kleinen runden. Die schmecken auch wunderbar zu diesem Rezept. Die Tomate kommt jetzt erst kurz vor Ende der Garzeit dazu. So. Jetzt nehmen wir das nochmal unter. Wenn es überall schön gestockt ist, ist unser frühlingshaftes Rührei schon fertig. Guten Appetit! Und hier unser Serviervorschlag.